Die alljährlichen Dressur- und Jugendtage in Asch zeigen anspruchsvolle Facetten des Pferdesports. Die Reglemente für die Prüfungen sind streng, die Motivation vielseitig und die Liebe zum Ross gross. Das ist bei uns auf dem Lörenacker seit 7 Jahren etwas für die Einsteiger. Für klein, also es wird bei der Führzügelklasse, da werden die Kinder geführt von ihren Eltern oder Geschwistern, die grösseren, bis 16-jährig. Dann geht es weiter mit der Einsteiger-Dressur. Wir haben eine Dressurprüfung für die Jugendlichen bis 16 und bis 18. Und dann geht es weiter mit der GEA. Das sind die ersten Prüfungen, die es gibt in der Dressur. GEA 1 und 03 haben wir heute gesehen. Das sind wirklich so die ersten Prüfungen, die es gibt. Die Prüfung ist eigentlich das Prüfe, das man macht. Das ist eine Art Lizenz. Das muss man bestehen. Und dann ist man berechtigt, zu den Dressurprüfungen zu starten. Man kann sich anmelden und kann sich dann messen untereinander. Es hat zwei Richter, mindestens 2 bis 3 Richter, die separat Noten geben. Es sind etwa 20 bis 25 Noten, die dann am Schluss zusammenzählen. Es gibt eine Gesamtnote, es gibt noch eine Note für den Sitz und die Einwirkung des Ritter. Und so wird das zusammengezählt, gibt eine Prozentzahl und das gibt dann die Rangliste schlussendlich. Für mich persönlich ist es das, was man zu Hause eigentlich jeden Tag reitet, unter einer Stresssituation abliefern zu können. Es ist eigentlich Dressurreiten, ist eigentlich das gymnastizierende Reiten vom Ross, also das gesunde Halten vom Ross. Und das ist eigentlich das, was man jeden Tag reitet mit dem Ross zu Hause. Und jetzt einmal wirklich am Turnier das zeigen zu können und schauen, verheben es auch wirklich. Aber die Vorbereitung aufs Turnier, das dauert schon natürlich ein paar Monate. Eben auch super und aufbauen vom Ross ist auch natürlich eine muskuläre Geschichte. Sie müssen Kraft haben zum Leisten. Es dauert aber je nach Ross ein bisschen unterschiedlich auch. Also ich mit ihr... ich mit ihr eine sehr spezielle, aber natürlich auch sehr innige. Ich meine, man ist jeden Tag mit diesen Tieren zusammen. Die sind schon eben Freund, Partner, alles miteinander. Also sicher wird mal grundsätzlich so den Gesamteindruck bewertet. So das Bild ist das Ross in der Anlehnung, das heisst, ist die Position vom Hals, Knick, ist das am rechten Ort, ist es ruhig in der Anlehnung. Wie läuft es, wie bewegt es sich? Wie macht es der Ritter, wie wirkt er ein, wie gibt er die Hilfe? Sind die möglichst unsichtbar? Sind die Figuren, die man reiten muss, exakt? Jede Lektion gibt eine eigene Note. Also von dem her sind das dann ja, mindestens 25 Noten, die sich so zusammenzählen. Da kann natürlich auch mal etwas in die Hose. Kann man dann auch wieder rausholen, indem man das besonders gut macht in der nächsten Lektion. So ist das immer eine spannende Sache, eigentlich, so ein ganzes Programm. Weil es mir Spass macht und es von Herzen macht und mir eigentlich ein Leben ohne Ross gar nicht vorstellen könnte. Also meine Mami ist ja Reitlehrerin und Bereiterin und dadurch haben wir eigentlich auch Ross. Aber früher bin ich noch nicht geritten. Noch nicht so viel, aber jetzt ist es immer bei mir gekommen und jetzt haben wir 10 eigene. Also ich würde natürlich beim Reiten bleiben und auch gerne in die Berufsrichtung gehen, etwas mit Ross zu machen. Am Biersufer tut sich etwas. Die Arbeitsgruppe Bierstadt ruft zum Putzen. Am 14. September ist das dann soweit. Am 9. Uhr morgen trifft man sich an 4 verschiedenen Standorten entlang der Biers. Das ist in Asch, in Arlesheim, in Muttens und in Biersfelden, wo man am 9. Uhr startet, zusammen die Biers putzt oder auch je nachdem Neophyten entfernt. Und dann natürlich, und das ist der wichtigste Teil, am 12. Eingeladen wird zu einem Imbiss. Nach getaner Arbeit dürfen wir dann zusammensitzen und können wir es dann noch ein bisschen gemütlich haben zusammen. Ganz wichtig ist, dass uns all Jahr auch die Fischervereine und der Natur- und Vogelschutzverein in den verschiedenen Gemeinden, die unterstützen uns und tun das eigentlich im Vorfeld organisieren. Und ohne sie wäre das nicht möglich, weil sie sind Profis, sie wissen, wo wir annehmen und wo wir vorsichtig sein müssen. Und wir freuen uns sehr darauf und die ganze Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen, dass man Sorge gibt zu der Natur, zu dem, was wir noch haben und das aufwertet.